Eine kleine Schauspielerei, eine unschuldige Selbsttäuschung, dass sie in Häusern schlafen, in festen Betten, unter festem Dach, ausgestreckt oder geduckt, auf Matratzen, in Tüchern, unter Decken. In Wirklichkeit haben sie zusammengefunden, wie damals einmal und wie später einmal, in wüster Gegend, ein Lager im Freien, eine unübersehbare Zahl Menschen, ein Heer, ein Volk. Unter kaltem Himmel, auf kalter Erde, hingeworfen, wo man früher stand, die Stirne auf den Arm gedrückt, das Gesicht gegen den Boden hin, ruhig atmend. Und du wachst, bist einer der Wächter, findest den Nächsten durch Schwenken des brennenden Holzes aus dem Reisighaufen neben dir. Warum wachst du? Einer muss wachen, sagt man. Einer muss da sein. Es war sehr unsicher, ob ich Fürsprecher hatte. Ich konnte nichts Genaues darüber erfahren. Alle Gesichter waren abweisend. Die meisten Leute, die mir entgegenkamen und die ich wieder und wieder auf den Gängen traf, sahen wie alte, dicke Frauen aus. Sie hatten große, den ganzen Körper bedeckende, dunkelblau-weiß gestreifte Schürzen an. Drehten sich den Bauch und gingen schwerfällig hin und her. Ich konnte nicht einmal erfahren, wer in einem Gerichtsgebäude war. Manches sprach dafür, vieles dagegen. Über alle Einzelheiten hinweg erinnerte mich das Gebäude meist an ein Gericht. Diese Gänge, schmal. Einfach überwölbt, in langsamen Wendungen geführt, schienen sogar für tiefe Stille geschaffen. Es waren die Gänge eines Museums oder einer Bibliothek. Wenn es aber kein Gericht war, warum forschte ich dann hier nach einem Fürsprecher? Weil ich überall einen Fürsprecher suchte. Überall ist er nötig. Ja. Man braucht ihn bei Gericht weniger als anderswo, denn das Gericht spricht sein Urteil nach dem Gesetz. Sollte man annehmen, dass es hierbei ungerecht oder leicht fertig vorgehe, es wäre ja kein Leben möglich. Man muss dem Gericht das Zutrauen haben, dass es der Majestät des Gesetzes freien Raum gibt. Denn das ist seine einzige Aufgabe. Ein Gesetz selbst ist alles. Fürspruch und Urteil. Das selbstständige sich einmischen des Menschen hier wäre Frevel. Anders aber verhält es sich mit dem Tatbestand eines Urteils. Dieser gründet auf Erhebungen. Erhebungen hier und dort. Bei Verwandten und Fremden, bei Freunden und Feinden, in der Familie, in der Öffentlichkeit. In Stadt und Dorf, kurz überall. Hier
Hier ist es dringend notwendig, Fürsprecher zu haben. Fürsprecher in Mengen, Fürsprecher am besten, einer eng neben dem anderen. Eine lebende Mauer, denn die Fürsprecher sind ihrer Natur nach schwer beweglich. Die Anfänger, diese flinken Mäuse, diese schlauen Füchse, diese unsichtbaren Mäuschen huschen zwischen den Beinen der Fürsprecher durch. Also Achtung! Deshalb bin ich ja hier. Ich sammle Fürsprecher, aber noch habe ich keinen gefunden. Nur diese alten Frauen. Immer wieder sehe ich sie. Wäre ich nicht auf der Suche, es würde mich einschöpfen. Ich bin nicht am richtigen Ort. Leider kann ich mich dem Eindruck nicht verschließen, dass ich nicht am richtigen Ort bin. Ich müsste an einem Ort sein, wo vielerlei Menschen zusammenkommen. Aus verschiedenen Gegenden, aus allen Ständen, aus allen Berufen, verschiedenen Alters. Ich müsste die Möglichkeit haben, die Tauglichen, die Freundlichen, die, welche einen Blick für mich haben, vorsichtig auszuwählen aus einer Menge. Stattdessen treibe ich mich auf diesen Gängen umher, wo nur diese alten Frauen zu sehen sind und auch von ihnen nicht viele und immerfort die gleichen. Und selbst diese wenigen, trotz ihrer Langsamkeit, kann ich sie nicht erreichen. Sie in Ständen mir schweben wie die Regenwolken, sind von unbekannten Beschäftigungen ganz in Anspruch genommen. Warum eile ich blindlings in ein Haus? Lese nicht die Aufschrift auf dem Tor, bin gleich auf den Gängen, setze mich dort mit solcher Robotheit fest, dass ich mich gar nicht erinnern kann, je vor dem Haus gewesen zu sein, in die Treppe hinaufgelaufen zu sein. Zurück aber. Darf ich nicht. Diese Zeitversäumnis, dieses Eingestehen eines Irrwegs wäre mir unerträglich. In diesem kurzen, eiligen, von einem ungeduldigen Dröhnen begleiteten Leben eine Treppe hinunterlaufen, das ist unmöglich. Die dir zugemessene Zeit ist so kurz, dass du, wenn du eine Sekunde verlierst, schon dein ganzes Leben verloren hast, denn es ist nicht länger. Es ist immer nur so lang wie die Zeit, die du verlierst. Hast du also einen Weg begonnen, setz ihn fort, unter allen Umständen, du kannst nur gewinnen, du läufst keine Gefahr. Vielleicht wirst du am Ende abstürzen. Hättest du dich aber schon nach den ersten Schritten zurückgewendet und wärst die Treppe hinuntergelaufen, wärst du gleich am Anfang abgestürzt und nicht vielleicht, sondern ganz gewiss. Findest du also nichts auf den Gängen hier, öffne die Türen. Findest du nichts hinter diesen Türen, gibt es neue Stockwerke. Findest du oben nichts?